Alright, Leute, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Warte mal. Ich stehe. Ich stehe, ganz einfach. Okay. Wo ist dieses wunderschöne Objekt, das gerade mich anlächelt? Du kannst gerne etwas anpeilen. Kenji hat sich sehr gewünscht. Kenji dreht mit mir noch eine Folge, wie ihr seht. Kenji hat sich sehr gewünscht, dass wir mal eine Subquest untersuchen. Vielleicht solltest du das prüfen. So, warte, war das das Ding? Nee. Wo bist du denn? Ich hab wieder nichts auf dem Radar, oder was? Warte, ich hab grad auch nichts mehr. Ich hatte vorhin noch was, aber ich bin da scheinbar dran vorbeigeflogen. Ach, guck mal, du siehst doch was. Mhm. Aber du siehst von mir keine Anzeige? Drück mal. Nee. Warte, seh ich. Ah, jetzt sehe ich dich wieder. Guck mal, da leuchtet bei dir doch was. Ja, siehst du jetzt, wo wir in der Nähe sind? Hast du mich auch wieder in deiner Anzeige. So, das heißt, wir können uns das Nupsi hier mal... hier. Ja. Muss man dafür was drücken? Oder... Was? Wofür? Naja, das leuchtet doch und man muss bestimmt was einsammeln, aktivieren oder... Eigentlich ist dein Aktionsknopf Y. Oder du musst es mit einer bestimmten Waffengattung anschießen. Aber nein. Nö. Okay, schade. Das jetzt also gerade das Ding scheint keine Quest zu sein, auch wenn es leuchtet. Also leuchtet es einfach nur. Es leuchtet anscheinend einfach nur. Da hinten sehe ich nochmal so ein Leuchtenupsi. Ja. Gut, mach mal. Ah ja, guck mal, da ist ein Fragezeichen. Mach mal einen Übersprung in die Richtung. Dann gucken wir uns jenes Fragezeichen an. Da muss ja wohl. Ah ja, guck mal, das ist so eine Raumstation. Die können wir untersuchen und da kannst du noch Fracht einsammeln und Sachen suchen. Den Stasis-Behälter hätte ich nehmen können, anstatt ihn abzuknallen. Wie gesagt, manchmal gibt es Kisten, die kannst du nur mit bestimmten Waffen aufmachen. Aha. Was natürlich, nachdem wir gelernt haben, dass du an manche Sachen halt wirklich nur kostenpflichtig drankommst, ist natürlich ziemlich assi, wenn du dann da so eine Gravity-Gun-anfällige Kiste hast. Ja. Ja, okay, verstehe. Das ist dann... Ja. Ja, genau. Lost Content oder was auch immer. Stasis. Ey! Achso. Okay, du hast den Behälter, ja. Ja, aber das heißt, ich kann ihn nur wieder irgendwo hinwegkicken. Das war nichts zum Einsammeln. Also du kannst Material einsammeln, verschiedene Erze oder teilweise sogar irgendwelche Früchte und so Mumpitz auf Planeten. Aber. Das also, ist wenn das du hier nichts mehr siehst. Oh, Outlaws. Oh Gott. Ja. Du hast so ein leichtes kleines Arschloch. Du hast so einen leichten Aim Assist, solange der hält. Benutze ich immer gerne mein Schild. Wir sehen uns wieder. Bumm. Achso, dein Special war. Wow. War gerade ab. Alles klar, das heißt, du hast quasi so einen Nuke, den du setzen kannst vom Mutterschiff aus. Sehr schön. Das ist cool. Okay, gehen wir dann weiter nach Tundria? Das können wir gerne tun. Alright. Also ich hab das Gefühl, wenn wir ab und zu mal so Episoden abdrehen, dann könnte das unterhaltsam werden. Das könnte unter... Also ich denke, also ich merke, dass wir uns mehr absprechen, dass wir uns besser koordinieren als in der letzten Folge. Ja, ich glaube, das ist auf Dauer notwendig, weil, wie wir in der ersten Folge gesehen haben, ich möchte was anderes machen als du. Du fliegst weiter, ja. Reichweite zu groß, ich werde hinterhergeschleift. Ja. Ja, das ist dann halt... Und sagen, es ist dann nicht mehr ganz so Open World. Legion Hyperraumfalle im Anflug. Hyperraumfalle im Anflug. Ja, also für dich halt nochmal, oder für die anderen nochmal, also die Legion sind die Fotzen, die unseren Sprit haben wollen, ja. Das ist eigentlich ganz nett, dass die Basic Story von Starlink quasi so ein Materialkrieg ist. Aha. Und Star Fox, ja, hilft. Ja, die helfen halt, wo sie können, ne? Beziehungsweise. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Ne? Beziehungsweise die. Suchen halt Wolf. Was ich ja ewig machen wollte, weil das ist ja der Switch-Exclusive-Content. Also lass mir den ganzen anderen Scheiß mal. So lange beiseite, bis wir irgendwie nicht mehr weiterkommen. Hyperraumfalle im Anflug.
Wo sollen die denn alle sein, diese Fallen? Ich meine, ich finde das ja ganz chillig. Hinter uns? Nee, das sind. Eigentlich sind das diese. Nähere dich deinem. Hä? Interessant. Vielleicht driften wir mit dem Winkel so ein bisschen auseinander. Aber wenn du bei sowas hinterhergezogen wirst, ist es ja nicht schlimm. Ja. Aber die Fallen sind eigentlich, die siehst du, das sind so Energiebarrieren, die kleine Lücken haben, durch die du quasi noch durchmanövrieren kannst, wenn du gut bist oder wenn du Bock hast. Also wundert es mich gerade wegen den Dingern, aber es könnte einfach sein, weil wir Multiplayer spielen und das Ding irgendwie nicht schnell genug lädt. Das kennen wir ja schon von Hyrule Warriors. Das war zwar ein Problem von der Wii U, aber hey, Nintendo ist Nintendo. Meine Güte, ist dieser scheiß Planet weit weg! Da kann man das Spiel auch langziehen. Ja, es ist so Wind Waker-Style. Überall Inseln, voll stolz darauf, aber Spielstreckung, weil weiß ich nicht, wie viel Ozean dazwischen geschmissen. Warnung, Outlaw-Hyperraumfalle im Anflug. Na, guck mal, da unten ist noch ein Fragezeichen, da können wir mal. Wenn die Dinger so auf dem Weg liegen, finde ich das eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Na, da oben bist du. Das. Oh ja, das gibt verdammt viel Zeugs. Und, aber das eigentliche, beziehungsweise, wenn du Bock hast, kümmere dich mal um die Notiz, aber das eigentliche Teil, was ich gerade ja, da unten. Da unten hatte ich was entdeckt. Okay. Und natürlich gibt's auch Gegner. Aber die sind relativ weit weg, sehe ich gerade. Ich orte also ein paar Wracks bei deiner Position. Material. Vielleicht solltest du das prüfen. Ach so, oh, super, und Minen. Oh nein, und Outlaws, alles klar. Ist klar oder soll ich ihn noch beim Schießen helfen? Weil sonst sammle ich jetzt auch. Ne, komm mal, hilf mal bitte gerade. Ja. Zwei kacken hier irgendwo noch ab. Ja. Dann hole ich mir einfach Peppy dazu, damit der Ballern hilft. Ich werde verfolgt. Na! War's das? Das scheint gewesen zu sein. Du hast doch irgendwie ein hässliches Kapitel. Ja, und. Ja, oh ja. Minen sind das, ja. Ja, sehe ich gerade auch. Mit Freude. Nein! Ich würde sagen, Also einmal plus, um die Schiffe zu wechseln, ja? Genau, jetzt kannst du das Star Fox Chassis noch nehmen. Genau. Und einfach B zurück ins Spiel. Lol, jetzt haben wir halt einmal Schiffe getauscht. Wow. Oh. Im Vergleich zu der letzten. Ah! Total aus Atem. Erstmal warten, bis ich da weiter drin rumwühle. So, alles klar. Schilde wieder aktiv. Ja, komm ich da irgendwie rein jetzt oder? Da. Ab und zu wäre mal so ein bisschen Licht ganz geil. Oh, Bergungsflug. Hi. Joink. EP Booster 3. Und du bist. Achso, du leuchtest einfach nur so. Okay, cool. Ich orte ein paar Wracks bei deiner Position. Vielleicht solltest du das prüfen. Du meinst das Wrack, in dem ich gerade bin? Okay. Wie bist du da reingekommen? Da war eine Tür. Okay. Vorsicht, ach, ich bevor du dich wieder, wieder bewegst, dann. Genau. Das sieht dir lustig aus mit dem A-Wing-Chassis bei dir in der Mitte. Richtig knubbelig. Ein bisschen. Unsere Prospector-Verbündeten haben eine Ladung Elektrum geliefert. Ja, ich glaube aber, das war's hier drin. Ah, hier ist die Tür. Okay. Kannst noch ein paar Minikisten aufschießen, aber ich glaube, das Bergungsgut, das war's. Soll ich einfach los und dich hinterher schleifen? Ja, mach das mal. Okay. Hyperantrieb derzeit nicht verfügbar. Was?
Ach so. Für mich ach, nicht. Well, okay, alles klar. Da ich noch zu sehen. Sehr in den Raum. Ah, siehst du, da ist die Falle. Oh, was haben wir denn hier geschnappt? Ja, und ja. Ah, das ist aber gemein, Alter. Dann müssen wir beide. Ich greife an. Dann müssen wir beide, müssen wir die Falle packen, ansonsten haben sie jetzt meinen Hyperraumsprung abgebrochen. Sagen, die Raumschlachten sind echt immer noch sehr unübersichtlich teilweise. Also die Flugmanöver, die einem sonst immer bei Star Fox in den ja, ich gebe dem schon Saurus, aber der verträgt. Ja, der verträgt. Ich häng dran. Ich auch. Meine Güte. Also zu zweit geht das. Ich muss sagen, zu zweit geht es sogar teilweise geiler, weil ich kann halt auf den draufhalten, während der vor dir wegfliegt, beziehungsweise umgekehrt. Ist ja richtig, oder ich übernehme irgendwelche Raumschiffe, die dich verfolgen. Ja. Umgekehrt. Also das hat genau, so ein Wingman-Style ist schon ganz geil. Oh, das gab die Bewegungen bis zu ihrer Operationsbasis verfolgen. Alright. Dann aber jetzt. So. Ich hoffe, in Tundria kriegen wir eine Base, damit wir unsere beiden unsere beiden kaputten Chassis wieder reparieren können. Ja. Ich glaube, ich weiß, warum wir so oft auseinanderdriften. Ich habe doch ein wesentlich schwereres Raumschiff als du, oder nicht? Das fliegt also langsamer. Ja, so, du hast schwerere Flügel. Starlink-Team fliegt in Atmosphäre ein. Okay. In der Richtung wird dann. Gehen wir da doch mal hin. Dann checken wir einfach mal ab. Und wenn wir irgendwo. Achso, du hast die Triebwerke ausgeschaltet. Duck! Das sieht cool aus hier, muss ich sagen. Schön verschneit, hat was. Also, ich finde das auch so von den Designs der verschiedenen Welten ganz schick. Die Planeten wirken bloß relativ klein, die wir jetzt gerade zur Zeit besuchen. Was ist denn da unten los? Die Outlaws. Ich prügel noch so einen Eisgiganten rum, okay. Dann fallen wir mal mit. Fuck. So, ich bin gerade noch im freien Flugmodus. Dann die Schlachten, wenn der Eisgigant ist halt, ne, deine Hitzewaffe ist natürlich mega geil jetzt für den. So. Ich fange jetzt an, auf den Outlaws rumzuaxten. Okay. Und solche Giganten da, die, die können dir schon mal das Leben schwer machen, diese Giganten. Okay. Ist das eine Kiste? Das ist eine Kiste. Ja, ja. Hi. Mein Loot! Komm, was haben wir? Zur Erinnerung, Proben von korrupten Nova wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei Außenposten einen hohen Preis erzielen. Das Nova. Das können wir mal. Ja, was? Das hat die gerade. Das hat die Alte gerade gesagt. Falls wir einen Außenposten finden, dann können wir das da. Dann können wir das da ziemlich geil verschachern. Das hier ist so ein Ding. Hey, schönes Schiff. Ich glaube, das nehme ich mir. Jetzt hörst du mir. Bist du denn jetzt wieder hin? Ich bin da auf die Outlaws zu und bin dann kaputt. Oh, scheiße. Ich habe aber keine Hilfe mehr. Ne? Ich glaube nicht. Nee. Du kannst mein Schiff aber reparieren, steht hier. Ich kann das reparieren. Weil du mein Wingman bist. Okay. Warte, bis dein Flügelmann Blacklink dein Schiff repariert hat. Kannst lange warten.
Okay, so viel dazu. Respawn Planetenorbit, alles klar. Aber dann müssen wir zumindest die Reise nicht nochmal machen. Ja, dann würde ich aber überlegen, ob dann können wir jetzt die Ausstattung. Ja, ich kann wieder meinen A-Wing benutzen. Okay, gut. Und ich kann dich eben einwählen, damit du wieder dein eigentliches Chassis benutzen kannst. Was muss ich drücken? Okay. Und jetzt nochmal A. Ach so, und jetzt kann ich meinen. Genau. Wenn du den behalten willst. Ja, es sei denn, wir machen weiter. Gut. Du findest ihn? Ja, das Design ist cool. Alles klar, dann kannst du mit B komplett zurückgehen. Da stellt sich für mich die Frage, wie sieht das genau aus mit dem Reanimieren oder Reparieren oder was auch immer. Und ob du oder also ob ich dich auch quasi wieder fit machen kann. Sollten wir beim nächsten Mal drauf achten. Sagen, beim nächsten Mal. Ich wollte jetzt eigentlich zwar nicht nochmal drauf gehen, aber. Wollen und werden sind ja. Zwei verschiedene Dinge. Ja. Ja. Alright. Gut, dann halten wir uns mal an den Wegmarker. Also ich. Ich operiere mittlerweile so, damit ich mit dem Zeigefinger. Damit ich mit dem Zeigefinger auf den vier Knöpfen bleiben kann und mit dem Mittelfinger halt den Trigger benutze fürs Schießen. Was haben wir denn alles hier? Hier sind. Hier ist ein Jump and Run Shit. Ach, diese Tanks kannst du kaputt schießen. Ja. Worten die irgendwas? Helium Diffuser. Also das sind so Jump'n'Run Elemente hier, so ein bisschen sogar. Irgendwie echt ein bisschen strange, aber. Aber man kann daraus. Achso. Ach, das ist nur ein Pilz. Du bist gerade ganz woanders. Ja, ich hab mir noch dieses Ding angeguckt. Ja, wenn nicht, ich muss dich ja eh verfolgen. Da bist du. Also der Punkt ist halt, wenn du. Achso. Okay. Ja, mach du mal das Loot da auf. Wollte ich gerade nur so. Also wenn du halt. Kann ich diesen Helium-Scheiß denn einsetzen? Warum hält der nicht an? Joystick zurück, linken Joystick zurück. Du kannst halt nicht frei fliegen. Das ist da los. Okay, das macht der bei mir nicht mit dem Joystick nach hinten. Der fliegt weiter. Also kann ich die Küste nicht öffnen. Die ersten Prospekte auf Tandria kamen auf der Suche nach Elektrum her. Doch sie fanden massig Erdgas und seltene Mineralien. Ich sehe da einen so lila Punkt auf der Karte. Ich weiß nicht, was das mit dem Helium-Ding soll gerade. Also es gibt halt diverse Passagen, so Entdeckungspassagen. Die kannst du halt. Die haben das halt so geregelt, dass du die nicht einen freien Flug machen kannst. Oh fuck. Ich verpiss mich, weil Schild. Okay. Feuert auf Vorsicht, Zeichen. Dude. Orbitalschlag steht bevor. Ja, ich hab grad nochmal Schild drücken wollen, aber. War dann wohl nicht, aber der verträgt auch gut. Sorry, ich dachte, das geht jetzt einfach ganz schnell und. Ja, aber jetzt ist dein Schild im. Ist dein Schiff im Eimer. Ja. Jetzt haben wir wieder nicht das Wiederbeleben ausprobiert. Ach so. Oh. Ja. Ja, scheiße. Ich glaube, das stand bei mir aber gerade nicht im Ring. Kann sein, dass das erst passiert im Bio. Das kann doch nicht sein. Ja, hält ja aus. Siehst du, das musst du. Ist der Punkt mit dem Schild. Ich sag ja, du brauchst es auf jeden Fall. Ja. Diese Kira kommen sobald nicht wieder. Gute Arbeit. Los. Ich bin bereit. Okay. Oh, okay, cool. Jetzt haben wir das Ding eingenommen. Nice. Ich bin wieder sich da. Und du bist wieder da. Wir werden dieses Trockendock sichern. Ach, sweet. Jetzt ist es so. Ist es jetzt ein Außenposten? Können wir jetzt damit irgendwas anfangen? Ich denke mal spätestens, wenn wir diesem gelben Punkt gefolgt sind.
Ja gut, der ist Main Story. Oh, irgendwas, orange Pfeile sind wofür? Orangene Pfeile sind unser Schild. Ah, okay. Achso. Was ich halt eigentlich gesucht habe, oder worauf ich gehofft habe, ist, dass das auch so ein Händler-Stop-Dingy ist. Aber das, den Luxus kriegen wir wohl nicht. Alles klar, wir machen hier aber erstmal Ende. 20 Minuten sind voll. Ihr könnt mal gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen, Leute. Ihr seht, wir koordinieren uns so langsam. Aber sicher, dass, ich denke, das wird noch was. Alright. Bye. Bis dann.